Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen spannenden Gast bei mir, Herrn Dr. Med.-Heinz Lüscher, Orthomolekularmediziner und praktischer Arzt. Wir besprechen heute ein Thema, das eigentlich nur Frauen betrifft. Das PMS oder auch die Wechseljahre. Aber wenn wir sagen, eigentlich, Sie hören schon die Einschränkung. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch Männer betrifft, die vielleicht unter ihren Frauen leiden. Nein, das war nur ein Scherz. Wir starten gleich. Bleiben Sie bitte dran. Grüß dich, lieber Heinz. Hallo, Alexandra. Herzlich willkommen. Ich habe am Anfang so meine Scherze gemacht. Entschuldigung. Also, das war gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Natürlich leiden die Männer, wenn die Frauen PMS haben. Wenn es der Frau nicht gut geht, ist das eine. Die Frauen mit PMS, also prämenstruelles Syndrom, die sind ja auch psychisch angeschlagen und Stimmungstiefs und 2-3 Tage wirklich schwierig. Da leidet die ganze Familie darunter. Also es war nicht nur ein Scherz, es stimmt. Okay, ich wollte jetzt nur niemanden zu nahe treten und auf die Füße treten. Also genau. PMS und Wechseljahre, wir haben am Anfang schon, also wir beide haben uns kurz unterhalten, dass wir es thematisch ein bisschen trennen. Deswegen schauen wir uns erstmal vielleicht PMS an, also prämenstruelles Syndrom. Also das heißt, was passiert oder beziehungsweise im physischen Körper einer Frau passiert etwas, bevor die eigentliche Menstruation einsetzt. Ne? Ist so? Ja. Ja. Ich persönlich habe auch gerade zu dir gesagt, habe da nie irgendwelche Vorzeichen gehabt. Also ich kenne das überhaupt nicht, aber ich kenne sehr wohl oder weiß sehr wohl, dass da viele betroffen sind davon. Ja, genau. Also ja, du gehörst zu einer glücklichen Minderheit. Darf auch sein. Ja, also vielleicht habe ich ein falsches Bild, weil die Frauen mit PMS zu mir kommen oder zu Ärzten gehen. Aber ich glaube wirklich, dass sehr viele Frauen darunter leiden. Wie kann sich das äußern? Also das Typische sind die Bauchschmerzen, oder? Man hat 1 oder 2 Tage, hat man intensive Bauchschmerzen, ein Ziehen im Unterbauch. Das kann so heftig sein, dass man Schmerzmittel braucht. Mhm. Und es kann noch heftiger sein, dass man nicht mal mehr zur Arbeit oder zur Schule gehen kann. Dass man sich einen Tag lang zu Hause im Bett einfach krümmt vor Schmerzen. Das sind extreme Beispiele, aber das kommt vor. Mhm. Aber das Normale ist, dass man einfach 1-2 Tage, ja, vor allem unter diesen Bauchkrämpfen leidet. Manchmal sind Migräneanfälle dabei oder Kopfschmerzen. Habe ich auch schon gehört. Das sind vielleicht 10% aller Migräne-Patientinnen haben einen Zusammenhang mit den Hormonen. Aber was eben häufig vorkommt, das sind diese Stimmungstiefs. Mhm. Ja, man ist, die Frauen sagen, ich bin, wie sagen wir, nahe am Wasser. Ja? Sie weinen schnell und sind einfach 2 Tage nicht disponiert. Sehr empfindlich vielleicht auch. Bitte? Oder sehr empfindlich nehmen Dinge schnell persönlich. Psychisch empfindlich und man mag nichts, man reagiert auch aggressiver und impulsiver. Das sind so die typischen Zeichen. Mhm. Okay. Das habe ich tatsächlich auch schon gehört aus meinem Bekanntenkreis. Warum ist das dann bei einer Frau so und bei einer anderen Frau dann anders? Hast du da eine Erklärung dafür? Es hängt zusammen. Also erklären, warum die einen das haben und die anderen nicht, das kann ich nicht. Das hängt aber mit der Hormonbildung zusammen. Also diese Hormone, Östrogene und Progesteron, Testosteron, werden vorwiegend in den Eierstöcken gebildet. Mhm. Und wenn diese Hormonproduktion nicht genügend groß ist, dann kann es zu solchen Folgeerscheinungen kommen. Mhm. Also das ist mein erstes. Ich höre den Frauen zu und dann müssen wir diese Hormone messen, damit ich eine Grundlage habe, ja, wo könnte das Problem liegen. Das wäre dann eine Maßnahme in dem Fall, wo man sagen kann, wir bestimmen jetzt eben einfach mal den Status und schauen, wo ist der Mangel, damit dieses Orchester wieder gut spielen kann letztendlich. Ja, ist ein gutes Bild, Orchester. Also Hormone sind wirklich wie ein Orchester. Mhm. Wenn da einer falsch spielt, dann ist die Musik unhörbar. Oder? Das geht nicht. Also die sind extrem empfindlich. Wenn ein Hormon ein bisschen aus der Balance gerät, kann es andere mitreißen. Mhm. Und Hormone sind auch in der Lage,
sich gegenseitig ineinander zu verwandeln, die sind biochemisch sehr ähnlich. Okay. Also wenn du zu wenig Progesteron hast, kann aus dem Östrogen oder aus dem Testosteron kann der Körper etwas mehr Progesteron bilden. Dann fehlt aber vielleicht dann das andere. Also du siehst, das ist wirklich, der Körper reguliert das selbst, mhm. aber wir haben da keinen Einfluss darauf, oder ein bisschen schon, aber nicht gross. Und es muss alles stimmen, damit es, also bei dir offenbar hat alles gestimmt, dass du da nie Beschwerden hattest. Nein, also ich, ja. am Tag, also wenn es dann, wenn die Menstruation eintritt, ein Ziehen, das kannte ich auch, aber das war auch schon das Einzige, ja. Also wirklich. Und das, ich bin ja froh, es kann auch so sein, es muss nicht immer bei jedem so dramatisch sein, ne? Also wenn es auftritt, dann tritt es in der Regel früh auf. Schon bei der Menarche, also die erste Menstruation mit 12, 13, ja. Die kann bei vielen Mädchen schmerzhaft sein, aber nachher sollte sich das einregulieren. Wenn das bleibt, wenn nach 6, 7 Zyklen immer noch Schmerzen bestehen, dann liegt ein PMS vor und das würde von alleine wahrscheinlich nicht mehr verschwinden. Aber wenn du sagst, es kann bei jungen Mädchen, also in frühen Stadien, da kann es durchaus sein, es reguliert sich dann. Kann man da den jungen Mädchen auch schon helfen? Ja, absolut. Mit Orthomolekularmedizin? Nein. Oder ja, im weitesten Sinn, nein, mit bioidentischen Hormonen. Ach ja, klar, logisch, Entschuldigung. Klar. Mikronährstoffe können auch unterstützen, das schon. Es gibt auch Nahrungsmittel, die einen hormonellen Einfluss haben. Mhm. Ja? Weil falls uns jetzt eben eine Mutter zuschaut, die eine geplagte Tochter zu Hause hat, dann... Ja, also schau, wenn man damit zum Arzt geht, dann wird diesen Mädchen die Pille gegeben. Genau. Das ist die schulmedizinische Lösung. Und das Schöne ist, das PMS ist weg. Ja. Aber ich möchte meinen Töchtern nicht zumuten, ab 14... für 20 Jahre die Pille zu nehmen. Weil es gibt verschiedene negative Einflüsse, wenn man das sehr lange nimmt. Also kannst du ein paar benennen? Nachgewiesen ist häufiger Brustkrebs und häufiger Hashimoto, Schilddrüsenentzündung. Das hat damit zu tun. Ne? Die Schilddrüse untersteht den Eierstockhormonen. Aber dieser Zusammenhang wird kaum je gemacht. Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Bringt man das in Zusammenhang? Weil dann müsste man ja anerkennen, dass... Und weißt du, eben die Pille ist wunderschön, das funktioniert, das ist die Lösung, aber die Nebenwirkungen langfristig sind eben doch für mich zu gravierend. Jetzt kommt es natürlich immer darauf an, aufs Alter, oder? So 18-, 19-Jährige, die sexuell aktiv sind, dort ist es vielleicht schon die beste Lösung. Weil wenn wir mit bioidentischen Hormonen behandeln, dann haben wir keinen Verhütungsschutz. Das muss ich den Frauen halt so mitteilen. Oder? Mhm. Und da kommt es dann auf ihre Lebensumstände an und ob sie das so durchführen können oder nicht. Mhm. Aber wenn es möglich ist, jetzt nehmen wir wieder 13-, 14-jährige Mädchen, oder, die noch in der Schule sind, die behandle ich dann mit bioidentischen Hormonen. Okay. Das sind Salben, das muss nicht schlucken, das ist keine Pillen, das ist ein bisschen Salbe auftragen, da am Arm, und dann hilft das. Wir wissen das von den Wechseljahrbeschwerden, da kann man Hormonpflaster auflegen, also Hormone gehen durch die Haut hindurch, und zwar ist fantastisch. Also die Versorgung des Körpers durch die Haut ist besser, als wenn man sie schluckt. Ja. Macht das dann auch was, weil Hormone wirken sich ja auch immer gerne auf die Psyche eben auch aus. Diese zusätzlichen Gaben durch Salben, können die dann auch wieder in irgendeiner Weise auf die Psyche dann wirken in dem Fall? Kennst du sowas? Ja, absolut, absolut. Okay. Schau mal, das ist das Problem. Ich habe, wie alle meine Kollegen, Medizin studiert und da haben wir gehört, das Progesteron ist wichtig für die zweite Zyklushälfte. Oder? Also die erste Zyklushälfte durch Östrogene baut man die Gebärmutterschleimhaut auf.
Die zweite Hälfte kommt das Progesteron. Wenn ein befruchtetes Ei in die Gebärmutter kommt, wird es durch das Progesteron in die Schleimhaut eingenistet. Wenn man nicht schwanger wird, löst sich die Schleimhaut wieder ab und es kommt zur Menstruation. Also das sind die Funktionen von Östrogen und Progesteron. Und das haben wir gelernt. Und in einer Schwangerschaft wird das Progesteron erhöht. Das heißt dann Gelbkörperhormon, ist der deutsche Begriff. Mhm. Und das brauchen wir, damit die Schwangerschaft gut verläuft. Mhm. Das war alles. Mehr habe ich nicht gelernt über Progesteron. Und heute weiß ich, dass das Progesteron entscheidend ist für die Schilddrüse. Ohne Progesteron funktioniert die Schilddrüse nicht. Ja. Aber noch wichtiger, Progesteron braucht es im Gehirn. Ja? Progesteron ist ein Wohlfühlhormon. Mhm. Sogar ein Antidepressivum. Mhm. Okay. Ich habe noch nie, ich messe oft Progesteron bei depressiven Frauen. Die sind alle extrem tief. Ich habe schon Depressionen überwinden können in wenigen Wochen mit Progesterongaben. Ich wünschte, dass alle Gynäkologen und Psychiater das wüssten. Aber es ist leider nicht so. Im Gegenteil, oder? Ich habe viele Patientinnen bei Psychiatern, die sagen, ach was, keine Hormone messen, das hat nichts mit ihrer Psyche zu tun. Das ist wirklich unglaublich, wie wichtig Hormone auch für den psychischen Zustand sind. Ich bin froh, dass du da so ein Fürsprecher bist und ich hoffe, das möge sich weit verbreiten, diese Information. Ich bin gerade noch woanders hängen geblieben, also mit dem Thema Schwangerschaft. Ich begegne relativ häufig Frauen eben oder Paaren, die eben gerne Nachwuchs hätten, wo es aber nicht funktioniert. Also wenn könnte man auch mit bioidentischen Hormonen das unterstützen? Absolut. Absolut. Ich arbeite ja zusammen mit der Hormonselbsthilfe in Deutschland. Also die Erfolgsquote, man muss beide Partner dann anschauen, auch den Mann, der kann auch Hormonmängel haben. Ja. Wenn beide Partner korrekt hormonell eingestellt werden, haben wir eine Chance von 50%, dass die ein Kind bekommen oder schwanger werden Das können. Ist ja schon mal Und jetzt noch was Spannendes, nur Klammer auf. Eine Studentin von Professor Wienecke hat Kinderwunsch geforscht im Zusammenhang mit Mikronährstoffen. Und auch sie kam zum Schluss, wenn sie die Paare mit Mikronährstoffen versorgt hat, dass auch 50% der Paare nachher eine Schwangerschaft bekamen. Okay. Habe ich letztens geschrieben, weil das war mir auch neu, oder? Wenn wir diese zwei Dinge kombinieren können, Mikronährstoffe und Hormone, haben wir wahrscheinlich die höhere Erfolgsrate als alle Kinderwunschzentren. Mhm. Und viel günstiger. Also würde jetzt für mich, also nach diesen Erklärungen, die du mir gegeben hast, würde mir total einleuchten. Und vor allen Dingen, wenn man eben einfach schaut, was das wieder macht, diese Kinderwunschzentren, also diese Behandlungen, was das macht mit den Frauen, rein psychisch auch schon wieder. Also das ist wirklich traurig. Die gehen einen sehr... Also, weißt mühsamen du, Weg. Wenn etwas Anatomisches vorliegt, sagen wir, du hast ein polyzystisches Ovar-Eierstock oder du hast verstopfte Eileiter, dann geht es nicht anders. Dann braucht man das Kinderwunschzentrum. Mhm. Da können wir nichts erreichen. Mhm. Also ich muss immer, Voraussetzung ist für das, was ich hier erzähle, dass die Anatomie und alles stimmt. Dass es wirklich Faktoren sind im weichen Bereich, wo wir etwas beeinflussen können. Okay, verstehe. Gut, dann, das war der kurze Ausflug in den Kinderwunsch. Jetzt schauen wir doch nochmal zu den Wechseljahresbeschwerden, auch weit verbreitet, leider Gottes. Ich selber persönlich habe keine Ahnung, was das ist, also aus eigener Erfahrung, ich selber bin nicht betroffen, habe auch wieder Glück. Oder auch einfach passt das Orchester im Körper, sagen wir mal so. Also das Bekannte sind die Hitzewallungen, oder? Die Frauen leiden, das hast du auch schon gesehen, das ist nur 20 Grad und man zieht die Jacke aus, und der Schweiß rinnt herunter. Ja. Wenn das 10-mal im Tag vorkommt und noch 5-mal in der Nacht, das ist dann schon ein Leiden. Mhm. Ja? Und auch hier, man muss die Hormone messen. Ich messe immer im Speichel. Das ist auch da, schulmedizinisch gibt es nur Blutmessungen. Ja, die Speichelmessungen sind wirklich genauer. Mit Blutmessungen kann ich ehrlich gesagt nicht viel anfangen. Ach ja. Die Normwerte sind so breit, dass ich überhaupt nicht abschätzen kann, ob der jetzt zu wenig oder zu viel hat. Und die Speichelmessungen ist die Messung unglaublich eng.
30-50% Unterschied und im Blut so 40-fach Unterschied oder mehr. Okay. Aber das ist die Schulmedizin. Hormone misst man im Blut. Alle haben das so gelernt und ich kämpfe da ein bisschen gegen die Windmühlen. Aber ich mache einfach viel bessere Erfahrungen mit Speichelmessungen. Mhm. Gut, und eben in den Wechseljahren sind es eher die Östrogene, die abfallen, also das Estradiol, es gibt zwei Östrogene, wahrscheinlich noch viel mehr, aber die sind gar nicht erforscht. Also Estradiol ist das weiblich prägende Östrogen. Das, wenn das absinkt, das ist die Hauptursache für die Hitzewallungen. Übrigens beim PMS, bei den jungen Mädchen, ist es der Mangel an Progesteron. Praktisch, ich würde sagen, 95% der Mädchen, wenn ich ihnen Progesteron gebe, verbessern sich die prämenstruellen Schmerzen. Okay. Was haben wir sonst noch für Wechseljahrsbeschwerden, die auftreten? Weil, wie gesagt, ich bin jetzt da völlig naiv, weil ich es selber nicht selber also das nicht ist schon das Wichtige. Schau, das Wichtigste. In diesem Alter, es ist ja der Durchschnitt, wo die Menopause eintritt, ist 52, also das ist irgendwo Anfang 40 bis 60 kann das gehen. Aber das sind Ausnahmen. Das ist eine schwierige Phase. Die Kinder lösen sich ab, die Ehe wird langsam etwas oder eintöniger und so weiter. Das sind viele Faktoren dabei, die nicht medizinisch sind. Also du kannst nicht alles in dieser Zeit auf die Hormone schieben. Klar. Also man muss auch hier wieder den Menschen als Ganzes mit den ganzen Einflussfaktoren betrachten. Also eben, da sind so viele andere, auch psychische Probleme dabei und die haben wahrscheinlich andere Ursachen. Was eben die Frauen oft denken, ja, nach der Menopause braucht sie ja keine Hormone mehr, das stimmt auch nicht. Die Östrogene nehmen zwar ab, vielleicht 20-30%, aber nicht mehr. Die sind immer noch da nachher, bis zum Lebensende. Ich brauche Hormone bis zum Lebensende. Auch da ist die Schulmedizin, ja, sie sind ja schon 55, sie brauchen nichts mehr. Das stimmt nicht. Ja? Also, ja. Ich habe schon, was war die Älteste, fast 80, 78 oder so, habe ich ein bisschen Hormone gegeben und die ist aufgeblüht. Ja, die hat einen krassen Mangel. Machen die Hormone dann, wenn es eben heißt, ja, sie sind schon so und so alt, sie bräuchten es nicht mehr, ne? Also machen die dann nur was mit der Psyche oder was beeinflussen die Hormone ansonsten noch dann, wenn sie also reduziert in diesem Alter dann ist es schon primär die Psyche. Aber nicht nur. Zum Beispiel die Schleimhauttrockenheit. Das ist häufig. Ja. Und das hängt mit Estriol zusammen. Auch da ein bisschen Estriolsalbe. So winzige Mengen und das bessert. Super. Es ist wirklich unglaublich. Ich hab nicht viel gemacht im Leben, das so erfolgreich war wie die bioidentischen Hormone. Okay. Ja. Eine andere Frage, was mir gerade noch in Sinn kommt. Ich habe im Bekanntenkreis eine Freundin, die hat immer eine extrem starke Blutung. Ist sowas auch etwas, was über die Hormone gesteuert wird oder ist das eine andere Baustelle? Also das kann andere Gründe haben. Es kann ein Myom sein oder eine Schleimhautwucherung, oder? Die muss man dann gynäkologisch behandeln, das ist klar. Okay. Aber Ich habe den Eindruck, dass wenn man gegen die Menopause hinzukommt, dass sie die letzten 2-3 Jahre, wo es noch Zyklen hat, dass sie dort verstärkt sind. Ach ja. Das höre ich oft, ja. Dass die Frauen sagen, ja, ich hatte im normalen Zyklus, normal, und jetzt seit ein paar Wochen oder ein paar Monaten ist viel stärker geworden, so um 50 herum. Mhm. Das hat schon mit der hormonellen Veränderung zu tun. Okay. Ja. Also da kann man aber trotzdem, könnte man dann eben... Ja, dann stelle ich die Hormone wieder ein oder? Ja, genau. Also ich kann jetzt hier nicht sagen, was ich genau mache. Das hängt vom Messergebnis der Speichelprobe ab. Richtig. Aber das ist eben einfach, ich versuche nur klarzumachen, dass es hier einfach noch Möglichkeiten gibt und dass man sich dann nicht mit etwas abfinden muss, sondern dass man hier eine relativ einfache... Ja. Verblüffend einfache Möglichkeit unbedingt. Hat, hier Abhilfe zu schaffen. Ja.
Also, eben, ich habe schon gesagt, es ist unglaublich erfolgreich und so einfach. Oder? Ja. Ein bisschen salben und schmieren und schon geht es besser. Ja. So also, einfach gesagt. Ja, ja, natürlich, ja. Klar. Also dem Ganzen vorangeht eben, ja. wie du schon sagst, eben eine Messung. Also das ja. heißt, die wird bei euch vor Ort durchgeführt? Nein, die muss man zu Hause. Ach. Die, ja, das ist eine Speichelmessung, die muss man am Morgen gleich nach dem Aufstehen muss man die durchführen. Aha. Und solange man Zyklen hat, muss das Mitte des, der zweiten Zyklushälfte geschehen. Weil, ich zeige das mal, der Hormonspiegel Progesteron in der ersten Zyklushälfte ist so ein bisschen, dann kommt der Eisprung, dann geht das so hoch. Ja, okay. Ja. Und vor der Mensch geht es wieder so runter. Mhm. Und deswegen muss ich es hier messen, wo der Progesteronspiegel da oben sein sollte, da sehe ich den Mangel. Wenn es so sein sollte und mein Messpunkt ist da unten, dann weiß ich, wo das Problem liegt. Okay. Ja. Und deswegen, wenn der Zyklus unregelmäßig ist, ist es manchmal schwierig, oder, den richtigen Zeitpunkt zu entdecken. Mhm. Aber da habe ich genug Erfahrung, weil das habe ich schon 2000 Mal gemacht, dass ich das schon richtig interpretieren kann. Okay. Also wenn jetzt eine Frau uns zusieht und sie fühlt sich angesprochen in dem Zusammenhang, wie muss sie dann vorgehen? Wenn sie das bei euch machen lassen möchte, weil du sagst, also, die Messung oder beziehungsweise die Speichelprobe nimmt sie zu Hause? Man kann den Test selber bestellen bei CENSA. Okay. Also CENSA mit C geschrieben, C-E-N-S-A, Zentrum für Speichelanalysen.de. Mhm. Dort kann man einen Test bestellen. Es gibt mehrere, aber das Normale ist der Test 1. 4 Hormone werden da gemessen. Okay. Und dann bei der Hormonselbsthilfe kann man schauen, wo ist ein Therapeut oder ein Arzt in der Nähe. Man kann, das ganz deutschsprachige Raum ist da abgedeckt. Das, ich glaube, es sind über 1000 Therapeuten, die ausgebildet sind in diesem Bereich. Und da kann man sich jemand suchen in der Nähe. Können nicht alle zu uns kommen. Ich hätte die Kapazität nicht, alle diese Frauen zu betreuen, auch wenn ich das gerne mache. Mhm. Ja. Es ist doch, brauche doch immer eine halbe Stunde Zeit, um das zu besprechen. Okay, ja. Also du hast jetzt vom deutschsprachigen Raum gesprochen. Ja. Wir gehen davon aus, dass wir auch Schweizerinnen haben, die vielleicht also zusehen. Wenn jemand in der Nähe von Winterthur wohnt oder auch in der Schweiz, kann man das schon über uns machen. Die bestellen auch von CENSA einen Test? Ja, oder sie kommen zuerst zu mir, wir besprechen überhaupt, was das Problem ist und ich bestelle dann den Test je nach Erfordernis. Es gibt 8 verschiedene Tests und ich muss dann entscheiden, welcher ist der ideale in diesem Fall. Genau, also das ist doch eigentlich die beste Methode, ne? Ja, aber wenn es jetzt nur um Hitzewallung geht, in Anführungsstrichen, oder nur um PMS, da kann man den Test 1 selber bestellen und wir besprechen dann das Resultat. Mhm. Wo findet man denn euch, wenn man euch trotzdem aufsuchen möchte? Winterthur, ja. Das Ärztezentrum heißt Weiss Medicine, also Wiese. Ja. Leute sagen manchmal, ich gehe ins Wiese-Zentrum. Das ist natürlich der englische Begriff für Weisheit. Ja, ne? Genau, das englische Wort für Weise. Weise. Wir versuchen, weise Medizin zu machen. Ja. Wir sind ein Zentrum mit mehreren Ärzten und Therapeuten und machen oder bieten alles an, umfassende integrative Medizin. Mhm, genau. Und wir haben ja schon vielfach über auch andere Krankheitsbilder gesprochen, also diese entweder bioidentischen Hormone oder auch Mikronährstoffe sind dienlich für jederlei Krankheitsbild. Also es ist auf jeden Fall immer gut, sich mal komplett begutachten zu lassen oder einen Status mal ermitteln zu lassen, um grundsätzlich auch Vorsorge, Prävention zu betreiben, würde ich gerne einfach an dieser Stelle noch ergänzen. Ja, kann man, natürlich. Es geht nicht nur um hormonelle Probleme, wir behandeln alle Krankheiten bei uns. Genau, richtig. Und wir haben ja auch schon oft genug festgestellt, dass sich viele Krankheiten einfach auch über einen langen Zeitraum entwickeln, weil ein Mangel da ist über viele Jahre oder Jahrzehnte. Und deswegen wir schon auch in der Verantwortung sind, wenn wir verantwortlich umgehen mit unserer Gesundheit, dass wir uns darum früh genug kümmern und nicht erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sagen wir so schön. Ne? Weil dann ist der Mensch, man kommt erst, wenn es zu spät ist. Ja, gut, nein. Also ich bin schon jemand, weil ich mich eben einfach auch viel
deine Interviews schon gehört und andere auch und dann weiß, dass es wichtig ist, dass man, weil wir über die normale Nahrung eben nicht mehr das zur Verfügung gestellt bekommen, was der physische Körper eigentlich bräuchte. Und deswegen suche ich schon nach Möglichkeiten, wo bin ich gut aufgehoben oder beziehungsweise wo bekomme ich auch gute Qualität. Und da sind wir auch nochmal bei einem Thema, ne? Du gibst ja dann oder auch, wenn sich jetzt eine Frau an einen Speicheltest bestellt, wendet sich in Deutschland an jemanden, der das dann letztendlich auswertet, dann bräuchte ich ja aber noch die Unterstützung, also diese bioidentischen Hormone oder die Mikronährstoffe. Habe ich dann eine gute Chance, dass ich bei dem bei der Selbsthilfe, Hormonselbsthilfe, dass also, ich... Ja. Also das ist eine Organisation, die das Ganze organisiert und die Ausbildungen anbietet. Man kann, wenn man Therapeut ist und da mehr wissen möchte, dann kann man dort die Ausbildung bekommen. Okay. Und eben, es gibt ein Netzwerk von Therapeuten, die die Ausbildung gemacht haben und die dann, wo die Patienten hinwenden sich können, oder wenn man betroffen ist. Okay. Man muss aber sagen, die Hormone selber sind rezeptpflichtig. Es gibt aber eben Möglichkeiten, über Pflanzenstoffe die Hormone indirekt zu erhöhen. Ah ja, jetzt das gibt es auch, aber das wäre eine eigene Sendung. Ja, na klar. Ja. Aber du hast uns auch schon immer mal erzählt, wo du empfehlen oder zum Beispiel empfehlen kannst, Mikronährstoffe beispielsweise zu ordern, wenn man welche möchte. Magst du ja, die Mikronährstoffe, genau, die bestelle ich bei King Nature, eine Firma in der Schweiz, kingnature.de oder .ch. Da kann man die wichtigsten Mikronährstoffe, der Körper braucht, die kann man dort eigentlich alle beziehen. Es ist mein Hauptlieferant in der Praxis. Ja, weil wir schon vielfach festgestellt haben, es gibt unterschiedliche Qualitäten, es gibt unterschiedliche Preisgestaltungen und dass man oft für ein vermeintlich günstiges Präparat dann letztendlich mehr aufwenden muss, weil man einfach, weil es in der Dosierung, wie es da bereit steht, einfach nichts bringt. Ne? Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, aber es lohnt sich ja, auf Qualität zu achten, wenn man schon Geld ausgibt. Das ist richtig, genau. Also nicht an der falschen Stelle sparen und vor allen Dingen nicht am Körper sparen. In diesem Sinne sage ich schon wieder leider Dankeschön, aber es war sehr aufschlussreich. Und sicherlich auch für viele betroffene Frauen und also junge Frauen oder ältere Frauen oder Frauen überhaupt eine gute Idee, diesen Speicheltest mal zu machen lassen, die Hormone mal checken zu lassen und eine verblüffend einfache Abhilfe zu bekommen, dass der Körper seine bestmögliche Arbeit wieder leisten kann. Genau. Ich danke dir für deine Forschungen, für deine Erfahrung, für deine Mission. Ja, und vielen Dank immer für diese guten Sendungen. Ja, das wird gefüllt durch Menschen wie dich, die eben hier ihre Erkenntnisse weiter kommunizieren und aufrufen und auch auf Missstände hinweisen, ne? Weil du ja auch immer sagst, dass die Mikronährstoffe viel zu wenig Bedeutung haben in der Medizin, aber einfach eine große Wirkung im positiven Sinn. Genau. Also, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ja. Ich freue mich auf jedes weitere Gespräch. Ja. Und hoffentlich haben Sie auch vielleicht eine Lösung bekommen für Ihre Problematik, wenn Sie von PMS betroffen sind oder auch von Wechseljahrsbeschwerden betroffen sind. Also es gibt eine verblüffend einfache Lösung. Nur, man muss sich nur öffnen und man muss sie nur finden in diesem Sinne. Bleiben Sie gesund, bitte. Wenn nicht, werden Sie es wieder und achten Sie gut auf sich und investieren Sie auch in Ihren Körper und nicht nur in sonstige materielle Dinge, möchte ich an dieser Stelle mal gesagt haben. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute für Sie. Auf Wiedersehen.